Ja, herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar rund um die Rasenroboter. Vielleicht vor dem Start noch ein kurzer Toncheck. Bitte kurz in den Chat schreiben, ob Sie mich gut verstehen können und ob Sie die erste Willkommensseite des Seminars sehen. Prima, die ersten Rückmeldungen kommen rein. Es scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Dann können wir mit dem Seminar starten. Ja, herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar. Wie finde ich den passenden Rasenroboter? Vielleicht noch ein paar kurze Worte über uns. Mein Name ist Michael Häusler und ich bin Geschäftsführer der Firma Häusler. Seit 1984 gibt es unsere Firma, gegründet damals noch von meinem Vater Karl Häusler. Seit 2004 kümmern wir uns unter anderem speziell um Husqvarna Rasenroboter. Insgesamt betreuen wir mit 6 Mitarbeitern über 4000 Rasenroboterkunden und sind somit einer der großen Händler und Serviceanbieter im Bereich Rasenroboter von Husqvarna. Ihr Ziel dürfte sein, ein perfekter Rasen bei null Zeitaufwand. Wenn Sie dieses Ziel erreichen wollen, benötigen Sie eine Person, die Ihren Rasen mäht und pflegt oder eben den passenden Rasenroboter. Ja, ein Rasenroboter, der genau zu Ihrer Fläche und zu Ihren Anforderungen und Vorlieben passt. In diesem Webinar zeige ich Ihnen, was bei der Rasenroboterauswahl entscheidend ist. Sie sehen, im Webinarraum ist der Chat geöffnet. Sie haben somit immer die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu tippen. Im Anschluss an das Webinar werde ich die Fragen dann direkt beantworten. Alle Fragen, die ich im Webinar nicht schaffe, werden im Laufe der nächsten Tage dann per E-Mail von uns beantwortet. Es bleibt also keine Frage unbeantwortet. Ja, bleiben Sie dran, am Ende der Präsentation gibt es dann für Sie unser Top-Angebot. Die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl des für Sie passenden Rasenroboters sind: erstens, ein perfektes Schnittbild sollte das Ganze nachher haben. Zweitens, während dem Mähvorgang sollte es nur zu einer minimalen Geräuschentwicklung kommen. Drittens, die Flächenleistung. Viertens, maximale Sicherheit. Fünftens, einfache Bedienung und Einstellung des Mähroboters. Sechstens, wenn vorhanden, Kundenmeinungen, möglichst positiv natürlich. Siebtens, die Vertikal des Mähroboters. Und achtens, was meistens vernachlässigt wird, die Beratung, der Service und der Kundendienst. Unsere Wahl, der Husqvarna Automower. Als wir 2004 mit den Rasenrobotern starteten, war die Auswahl sehr einfach. Es gab dort praktisch nur einen Rasenroboter, der bei den vorgenannten Faktoren überzeugte. Auch deshalb sind wir seit 2004 beim Husqvarna Automower. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Die Anzahl der Anbieter mit unterschiedlichen Modellen hat sich vervielfacht. Jeder Hersteller will in dem extrem expandierenden Markt mitmischen. Wir sind jedoch nach wie vor auf den Automower von Husqvarna fixiert. Wir führen immer wieder Tests unterschiedlicher Rasenroboter durch und bei fast allen Faktoren hat der Automower Vorteile gegenüber dem Wettbewerb. Zusammenfassend ist der Husqvarna Rasenroboter unserer Meinung nach wie vor der beste Rasenroboter am Markt. Unsere Erfahrungen mit dem Husqvarna Automower sind überragend. Dies bestätigen auch immer wieder unsere Kunden, die ihren Mähroboter ins Herz geschlossen haben. Das beweisen auch unsere Kundenmeinungen, die Sie auf unserer Internetseite finden. Die Faktoren im Einzelnen. Erstens, das perfekte Schnittbild. Für das Schnittbild ist zum einen das Mähprinzip, zum anderen die Navigation des Rasenroboters verantwortlich. Inzwischen setzen fast alle Hersteller auf die fliegend befestigten Messerklingen, die nach dem Mähwerksprinzip bekannt aus der Landwirtschaft arbeiten. Die feinen Rasierklingen sorgen für einen perfekten Schnitt. Hier links sehen Sie das Mähwerk eines Automower 310 mit drüberliegender Gleitscheibe. Ja, die Gleitscheibe dient als Messerschutz und schützt vor Ablagerungen an den Klingen. Die feinen Klingen ragen nur minimal unter dem Gleitteller hervor, hier mit den roten Pfeilen gekennzeichnet. Dies reicht jedoch für einen perfekten Schnitt völlig aus. Ein weiterer entscheidender Punkt für ein perfektes Schnittbild ist die Navigation hier mit dem Suchkabel. Das Navigationsprinzip ist extrem wichtig für das Schnittbild. Husqvarna setzt hier beim Automower auf eine Zufallsnavigation, unterstützt durch Suchkabel und GPS-gestützte Navigation. GPS-Navigation ist jedoch nur bei den beiden Top-Modellen 430X und 450X verfügbar.
Das Suchkabel übernimmt hier folgende Funktionen: Ausfahrt zum Anfangsmähpunkt, Rückfahrt zur Ladestation. Ja, das wird in den folgenden Folien erklärt. Besitzt ein Rasenroboter keine Suchkabelfunktion, werden Probleme nicht ausbleiben. Spurenbildung entlang dem Begrenzungskabel. Bei Flächen mit Engstellen, Passagen, Durchfahrten gibt es deutliche Abstriche bei der Abdeckung dieser Flächen. Ja, die Spurenbildung ist einfach die Folge, dass der Mähroboter, wenn er zur Ladestation zurückfährt, immer um das Grundstück dem Begrenzungskabel entlang zurück zur Ladestation fahren muss, was unweigerlich zu Fahrspuren führen wird. Während wenn ein Suchkabel installiert ist, fährt er eben direkt über das Suchkabel zurück. Bei etwas komplizierteren Flächen wird ein Rasenroboter ohne Suchkabel die entlegenen Flächen nach Engstellen und Passagen einfach weniger oft anfahren bzw. gar nicht anfahren und somit die ganze Fläche nicht gleichmäßig pflegen können. Hier jetzt eine Skizze mit einer typischen Rasenfläche, die sich in einer U-Form um das Haus legt. Die Rasenfläche ist relativ klein, die beiden Engstellen hier mit den roten Pfeilen markiert, sind hintereinander angeordnet, so dass man mit einer Installation mit nur einem Suchkabel klarkommen kann und auch wird. Jetzt zur Installation selbst. Das Begrenzungskabel hier in rot eingezeichnet läuft von der Ladestation aus weg, rund um die zu mähende Fläche und kehrt dann zur Ladestation zurück. Somit entsteht ein geschlossener Kreis. Innerhalb dieses Kreises entsteht ein Mini-Induktionsfeld. Und nur hier in diesem geschlossenen Kreis funktioniert Ihre Automower. Wird der Kreis unterbrochen, meldet Ihr Rasenroboter sofort kein Schleifensignal und bleibt stehen. Das Suchkabel ist hier ebenfalls in Rot eingezeichnet, startet ebenfalls von der Ladestation und wird dann auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Außenkabel verbunden. Die dazu nötigen Verbinder sind im Lieferumfang enthalten. Für das Suchkabel wird dasselbe Kabel verwendet wie für das Begrenzungskabel. Der einzige Unterschied ist, dass das eine Ende des Suchkabels auf dem Suchkabelpol an der Ladestation und das andere Ende des Suchkabels mit dem Außenkabel verbunden wird. Das Signal, das das Suchkabel an den Roboter abgibt, unterscheidet sich deshalb vom Signal des Außenkabels. Dementsprechend anders reagiert der Rasenroboter darauf. Im Mähmodus ignoriert der Automower das Suchkabel. Im Suchmodus erkennt der Mähroboter das Suchkabel und fährt über das Suchkabel zurück zur Ladestation. Insgesamt erfüllt das Suchkabel zwei Aufgaben. Die erste, Rückfahrt zur Ladestation. Ist die Energie des Akkus zu ca. 3/4 verbraucht, schaltet der Automower das Mähwerk aus und springt vom Mähmodus in den Suchmodus. Das heißt, er fährt im Suchmodus über das Suchkabel, erkennt dieses als Heimweg und fährt über das Suchkabel auf direkter Strecke entlang dem Suchkabel zurück zur Ladestation. Dort lädt er seinen Akku wieder auf und startet dann zum nächsten Mähturm. Die zweite Aufgabe des Suchkabels, ebenfalls genauso wichtig wie die erste: Ausfahrt von der Ladestation. Ist der Akku nach dem Ladevorgang wieder geladen und die Einsatzzeit aktiviert, fährt der Automower wieder raus, um seinen Mähvorgang fortzusetzen. Über das Suchkabel haben Sie die Möglichkeit, dem Automower unterschiedliche Anfangsmähpunkte prozentual zuzuteilen. Das heißt, auf der vorliegenden Installationskizze können Sie die Fläche praktisch in drei größere Teilbereiche unterteilen. Hier mit den roten Kästen dargestellt. Ein kleiner Bereich 1, ein großer Bereich 2 und ein kleiner Bereich 3. Um einen möglichst perfekten Schnitt zu gewährleisten, werden jetzt drei Anfangsmähpunkte mit den jeweils passenden Prozentzahlen dazu zugeordnet. Da Bereich 1 ca. 15% der Gesamtfläche ausmachen, erhält der Anfangsmähpunkt 1, hier mit dem roten Pfeil gekennzeichnet, 15% Häufigkeit. Der Bereich 2 macht ca. 70% der Gesamtfläche aus, folglich erhält der Anfangsmähpunkt 2, hier ebenfalls mit dem roten Pfeil gekennzeichnet, 70% Häufigkeit. Der Rest von 15% bleibt dann für den Bereich 3 direkt vor der Ladestation über. Diesen Anfangsmähpunkt müssen Sie nicht mehr festlegen, denn die übrigen 15% werden dann automatisch vor der Ladestation gestartet, was in diesem Fall hier in den Bereich 3 fällt, vor der Ladestation.
Die logische Folge ist, dass durch die vergebenen Anfangsmähpunkte der Automower trotz der Engstellen überall für die Teilbereiche die passenden Einsatzzeiten erhält und somit ein perfekter Schnitt auf der gesamten Fläche gewährleistet ist. Bei Rasenrobotern ohne Suchkabel ist dies bei einer Rasenfläche wie hier mit mehreren Engstellen kaum machbar. Wichtig ist somit selbstverständlich auch, dass das Suchkabel die Fläche möglichst komplett abdeckt. So hat der Automower wenig Probleme beim Auffinden des Suchkabels für die Rückfahrt und Sie haben die bestmögliche Option, jede Teilfläche über einen Anfangsmähpunkt zu definieren. So, jetzt eine Rasenskizze oder besser gesagt Installationsskizze mit einem etwas komplizierteren Sachverhalt. Wie auf der vorherigen Folie sind die Begrenzungskabel und Suchkabel hier in Rot eingezeichnet. Die Begrenzung der Rasenfläche ist mit grüner Farbe markiert. Auch hier startet das Begrenzungskabel an der Ladestation, führt um die Rasenfläche herum wieder zurück zur Ladestation. Bei dieser Rasenfläche benötigen Sie jedoch aufgrund der vielen Einzelflächen und Engstellen, die nicht in einer Richtung liegen, von der Ladestation aus gesehen, zwei Suchkabel, um die komplette Fläche gleichmäßig per Roboter mähen zu lassen. Auch hier teilen wir die Fläche virtuell in Teilflächen auf, denen wir im Anschluss dann die Anfangsmähpunkte wieder prozentual zuteilen. Kommen wir hier zur Teilfläche 1. Hier wird über das Suchkabel 1 angesteuert und aufgrund der geringen Größe mit 10% definiert. Der Anfangsmähpunkt für Teilfläche 1 wäre dann hier zu setzen, eben mit den 10%. Teilfläche 2 wird über das Suchkabel 2 angesteuert und mit 20% definiert. Der Anfangsmähpunkt wäre dann in diesem Bereich zu setzen. Teilfläche 3 ist hier die größte Fläche. Diese wird ebenfalls über das Suchkabel 2 angesteuert und mit 50% definiert. Der Anfangsmähpunkt wäre dann sinnvollerweise hier im oberen Bereich zu setzen. Teilfläche 4 ist hier die kleine schmale Fläche. Diese wird ebenfalls über das Suchkabel 2 angesteuert und mit 20% definiert. Der Anfangsmähpunkt wäre dann zentral hier auf der schmalen Fläche. Die Rückfahrt zur Ladestation wird wie bereits auf der vorhergehenden Folie beschrieben ebenfalls über die beiden Suchkabel gewährleistet. Jetzt wird der ein oder andere den Einwand erheben, dass Fläche 3 hier oben vom Suchkabel 2 nur tangiert wird. Wenn sich der Automower zum Beispiel hier oben in der Ecke befindet, ist der Weg zum Suchkabel sehr lang und der Automower wird dieses eventuell nicht finden. Richtig ist, dass der Weg zum Suchkabel im Vergleich zu den anderen Flächen weit ist. Jedoch ist die Fläche 3 eine sehr breite offene Fläche, sodass der Automower hier in kürzester Zeit auf das Suchkabel 2 treffen wird und somit auch keine Probleme haben wird, über das Suchkabel zurück zur Ladestation zu finden. Hier ein möglicher Rückweg mit den Pfeilen gekennzeichnet. Er touchiert immer wieder das Außenkabel, bevor er in Richtung Suchkabel geleitet wird. Fährt er über das Suchkabel drüber, fährt er auf direktem Weg zurück zur Ladestation. Anders wäre der Fall in Fläche 4 gelagert. Diese Fläche ohne Suchkabel zu installieren würde nicht funktionieren, da der Automower dort eine sehr enge Fläche mit schmalem Ausgang vorfindet und somit dort ohne Suchkabel nicht aus dieser Fläche herausfinden würde. Wenn er dies jedoch trotzdem schaffen sollte, dann würde dies zumindest sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Möglicher Rückweg des Automowers, ebenfalls hier mit den Pfeilen gekennzeichnet. Sie sehen also, das Suchkabel ermöglicht dem Rasenroboter auch bei sehr komplexen Flächen eine perfekte auf die Fläche selbst abgerichtete Mähflächenabdeckung, was dann im Endeffekt zu einem perfekten Rasenschnitt führen wird. Bei Rasenrobotern, die über kein Suchkabel verfügen,
kommt es häufig zu Spurenbildung entlang dem Außenkabel. Der Grund ist relativ simpel. Der Rasenroboter fährt bei der Rückfahrt zur Ladestation immer auf dem gleichen Weg entlang dem Außenkabel um das Grundstück. Sieht man hier auf dem Foto auch relativ deutlich diese Fahrspuren. Diese Fahrspuren haben Sie bei einem Rasenroboter wie dem Automower mit Suchkabelinstallation nicht. Das Foto hier ist im Übrigen bei einem Testversuch mit einem anderen Roboterhersteller entstanden. Unsere kompletten Tests können Sie auch über diesen eingeblendeten Link auf unserer Internetseite robomer.de finden. Kommen wir zum zweiten entscheidenden Faktor der Geräuschentwicklung. Die Pflege Ihres Rasens durch einen Rasenroboter unterscheidet sich gravierend von der Ihnen bisher bekannten Pflege mit einmal wöchentlich manuell Rasenmähen. Der Rasenroboter mäht Ihren Rasen fortlaufend, das heißt jeden zweiten, dritten Tag wird Ihr Rasen durch den Roboter gemäht. So ist Ihre Rasenfläche immer gemäht, was zum einen einen ordentlichen Eindruck und zum anderen eine perfekte dichte Rasenfläche hinterlässt. Um dies zu erreichen, hat jeder Rasenroboter eine deutlich längere Einsatzzeit, meist zwischen 3 bis 8 Stunden pro Tag, je nach ausgewähltem Modell und Größe der Fläche. Während dieser Mähzeit gibt der Rasenroboter natürlich seinen Geräuschpegel ab. Ja, um den Frieden mit dem Nachbarn nicht zu gefährden und selbst auf der Terrasse sitzen zu können, während der Mähroboter mäht, ohne dass einem die Kaffeetasse aus der Hand rutscht, muss dieser möglichst geräuschlos arbeiten. Der Automower mäht so leise, dass viele unserer Kunden diesen einfach nachts mähen lassen. Ein absoluter Hinweis darauf, wie leise der Automower arbeitet. Der dritte entscheidende Faktor ist natürlich die Flächenleistung und die dazugehörende Steigfähigkeit. Bei den angegebenen Flächenleistungen bitte immer darauf achten, dass diese immer die maximale Flächenleistung bei einfachen Rasenflächen, rund, quadratisch, ohne Engstellen, Passagen und so weiter, des Rasenroboters darstellen. Ich nenne jetzt hier mal ein Beispiel. Der Automower 315 wird mit 1500 Quadratmeter Flächenleistung angegeben. Das heißt, dieser Rasenroboter schafft maximal 1500 Quadratmeter Rasenfläche, wenn er auf einer Aktivitätszeit von 24 Stunden pro Tag programmiert ist und die Rasenfläche sehr einfach ist. Die Aktivitätszeit unterteilt sich wie folgt beim 315er: eine Stunde mähen, eine Stunde laden, eine Stunde mähen, eine Stunde laden und so weiter. Der größte Automower 450X schafft 5000 Quadratmeter maximal. Das heißt, bei einer Fläche von 1500 Quadratmetern hätte dieser eine Aktivitätszeit von ca. 7 Stunden täglich. Kommen wir zur Steigung. Die Husqvarna Automower können je nach Modell Steigungen von bis zu 45%, das sind ca. 24 Grad, bewältigen. Hier links ein Automower 310. Dieser schafft Steigungen bis 40%, ca. 22 Grad. Vierter, ebenfalls entscheidender Faktor, maximale Sicherheit. Das Thema Sicherheit gliedert sich in zwei große Themen: Diebstahlsicherheit und Sicherheit gegenüber Mensch und Tier während dem Betrieb. Maximale Sicherheit, hier Diebstahlsicherheit. Die Husqvarna Automower sind wie folgt gegen Diebstahl geschützt. PIN-Code. Ohne PIN-Code lässt sich der Automower nicht in Betrieb nehmen. Eine Alarmanlage ist an Bord. Wenn ein Dritter Ihren Mähroboter stoppt oder entfernen will und den PIN-Code nicht kennt, startet automatisch die Alarmanlage. Funktioniert ähnlich wie bei einem PKW. Seriennummerregistrierung. Jeder Automower ist über eine Seriennummer mit dem Erstkäufer registriert und kann somit jederzeit zugeordnet werden. Wird also ein Automower gestohlen, was bisher bei uns relativ selten vorgekommen ist, bei 4000 Usern haben wir bisher 5 Diebstähle zu verzeichnen. Wenn also ein Automower gestohlen wird, wird dies zentral bei Husqvarna hinterlegt. Sollte der Automower dann irgendwann in einer Werkstatt auftauchen, wird dieser automatisch als gestohlen erkannt. Äh,
Ein zusätzliches Feature für die Diebstahlsicherheit ist Automower Connect. Mit dem Automower Connect Modul halten Sie nicht nur den direkten Kontakt zwischen Ihnen und Ihrem Automower über eine Smartphone-App, sondern Sie werden auch sofort benachrichtigt, wenn der Automower seinen vordefinierten Bereich verlassen hat. Weiterhin zeigt Ihnen die App auch den jeweiligen genauen Standort des Automowers an. Sie haben somit über die GPS-Daten die Möglichkeit, den genauen Standort Ihres Automowers über die App jederzeit abzurufen. Maximale Sicherheit gegenüber Mensch und Tier. Ein extrem wichtiger Punkt ist die Sicherheit des Automowers gegenüber Mensch und Tier im Einsatz. Der Abstand der Messerklingen zum Gehäuserand beträgt 15 cm. Somit ist praktisch ausgeschlossen, dass man versehentlich in die Messer fasst, während der Automower läuft. Sofortiger Messerstopp beim Anheben des Rasenroboters. Auch hier wird somit verhindert, dass jemand aus Versehen in das laufende Messer greifen kann. Hebt man den Automower an, stehen die Messerteller sofort. Lose befestigte Messerklingen sorgen nicht nur für optimalen Schnitt, sondern schwingen bei Berührungen mit harten Objekten zurück, sodass die Klingen nur äußerst selten brechen, beziehungsweise den berührten Gegenstand nur anritzen. Alle beschriebenen Punkte sorgen somit für maximale Sicherheit. Dennoch gilt, lassen Sie Kleinkinder nie alleine mit einem aktivierten Rasenroboter auf Ihrer Rasenfläche. Theoretisch kann zwar kaum etwas passieren, aber ein minimales Restrisiko besteht eben doch immer. Fünfter wichtiger Faktor: einfache Bedienung und Einstellung. Die einfache Installation des Automowers gliedert sich in folgende Arbeitsschritte: Festlegung, Standort, Ladestation, Verlegung des Begrenzungskabels rund um die zu mähende Fläche, Verlegung des Suchkabels. Skizzen dazu, wie solche Installationen auszusehen haben, haben Sie zu Beginn des Webinars bereits gesehen. Wenn Sie selbst installieren wollen, werden Sie von uns durch Installationsskizze, wie bereits beschrieben, Video Support Bibliothek, da sind 50 Videos drin, die genau beschreiben, wie Sie planen, installieren und in Betrieb nehmen, zusätzlich über E-Mail und Telefon Support. Gerne übernehmen wir für Sie selbstverständlich auch die komplette Installation und Einrichtung Ihres Projektes. Ja, einfach. Kommen wir zur einfachen Bedienung. Die Bedienung und Einstellung des Automowers erfolgt über ein übersichtliches Menü am Display und ist somit sehr einfach und von jedermann durchführbar. Über Automower Connect geht es über die Smartphone-App von Ihrem Smartphone natürlich nochmals deutlich einfacher. Sind die Einstellungen einmal gespeichert, erledigt Ihr neuer Greenkeeper die Rasenpflege von März bis Oktober vollautomatisch, ohne dass Sie noch einen Finger krümmen müssen. Kommen wir zum Faktor Kundenmeinungen. Wenn Kundenmeinungen vorhanden sind zum Rasenroboter, dann deutet dies immer darauf hin, dass bereits mehrere Kunden den Mähroboter in Betrieb haben. Und je nach Zufriedenheit fallen die Kundenmeinungen dann aus. Auf unserer Internetseite sind über 500 Kundenmeinungen gepostet worden von unseren Kunden. Ja, ist immer einen Blick wert. Ich freue mich dabei selbst immer fast wie beim Halbfinale Brasilien-Deutschland bei der Fußball-WM 2014. Das nur als kurzer Einwurf hier. Schauen Sie mal vorbei. Es ist wirklich sehr interessant, was die User so alles über den Automower abgeben. Hier über den Link oder dann einfach über robomer.de Kundenmeinungen. Wichtiger Punkt auch die Wertigkeit. Seit 2004 mäht bei meinen Eltern ein alter Automower G2, damals noch in der Vertriebsgemeinschaft Husqvarna Electrolux erstanden. Zugegeben, ganz neu sieht unser Robby nicht mehr aus. Aber bei diesem Alter sind durchaus ein paar Falten gestattet, denke ich. Jetzt zu einem Punkt, der des Öfteren mal unterschlagen wird: Beratungsservice, Kundendienst. Wenn Sie mit Ihrem Rasenroboter perfekt zufrieden sein wollen, sind
nicht nur die Eigenschaften des Mähroboters selbst, sondern zu einem extrem großen Anteil auch die Beratung vor dem Kauf, der Support während der Installation und auch der Service nach dem Kauf entscheidend. Auch bei diesen genannten Punkten sind wir mit unserem Team sehr gut aufgestellt. Hier nochmals ein Link zu der Seite, auf der unsere Schulungen, Lehrgänge und Auszeichnungen zu sehen sind. Hier unten auch nochmal ein kurzer Einblick in die Zertifikate und Zeugnisse. Ja, wenn Sie in Zukunft also einen perfekten Rasen mit null Zeitaufwand haben wollen, achten Sie bei der Auswahl Ihres Rasenroboters auf die bereits angesprochenen Punkte. Erstens Schnittbild. In der Regel benötigt die Automauer für ein perfektes Schnittbild zumindest einen Suchkabelanschluss, um Ihre Rasenfläche komplett und einwandfrei mähen zu können. Wenn Ihre Rasenfläche mehrere Engstellen hat, können auch mehrere Suchkabelanschlüsse notwendig sein. Bei Rasenrobotern ohne Suchkabelanschluss muss der Mähroboter beim Rückweg zur Ladestation immer übers Außenkabel fahren, was zumeist hässliche Fahrspuren ergibt und die Fahrzeit zurück zur Ladestation deutlich erhöht. Hier ein Überblick über die Suchkabelanschlüsse beim Automauer. Die Automauer 105, 310, 315, 420 haben jeweils einen Suchkabelanschluss. 430 und hat zwei Suchkabelanschlüsse und 450 hat und 450 besitzt drei Suchkabelanschlüsse. Ja, Geräuschentwicklung. Achten Sie bei der Auswahl des Rasenroboters peinlich genau darauf, dass er nicht zu laut ist. Idealerweise schauen Sie sich Ihren zukünftigen Rasenroboter bei einem bekannten Händler vor Ort oder auf Testvideos an. Hier ist zum Beispiel ein Testvideo von uns, das zwei Modelle miteinander vergleicht. Ein zu lauter Rasenroboter stört nicht nur den Frieden mit Ihren Nachbarn, sondern kann auch Ihnen durch den entfachten Geräuschpegel gehörig auf die Nerven gehen. Hier sind die Geräuschpegelangaben für die Automauer, der 105er 61 Dezibel, der 310er 315er 60, 420, 430, 450 sind mit 58 Dezibel angegeben. Die Flächenleistung. Machen Sie sich Gedanken, wann Ihr Automower arbeiten darf. Das heißt, wenn der Rasen frei ist und ein problemloses Mähen für den Automower machbar ist. Haben Sie problemlose Nachbarn, kann unter Umständen auch ein Nachtbetrieb in Frage kommen. Wird von vielen unserer Kunden bereits angewendet. Dann ist tagsüber der Rasen komplett frei für andere Aktivitäten. Zur Flächenleistung nochmal ein, zwei Beispiele. Wenn Sie eine relativ einfache Rasenfläche, zum Beispiel 600 Quadratmeter groß, haben und wollen, dass Ihr Automower die Fläche nur Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 20 Uhr mähen soll, dann gibt es eben nicht die Lösung Automower 100 mit maximaler Flächenleistung von 600 Quadratmeter, sondern dann muss es ein Automower 430X mit einer maximalen Flächenleistung von 3000 Quadratmeter sein. Oder dann der nächstgrößere 450X, der ist noch schneller fertig. Der Lösungsweg ist relativ einfach. Bei maximal möglichen Aktionswochenstunden von 7 mal 24 Stunden gleich 168 Stunden schafft der Automower 430X 3000 Quadratmeter Rasenfläche. Bei den hier im Beispiel genannten zur Verfügung stehenden Aktionswochenstunden von 3 mal 12 Stunden, das sind 36 Stunden, kommt der 430X nur auf rund 20% seiner maximalen Flächenleistung, also 600 Quadratmeter. Zweites Beispiel. Sie haben dieselbe Rasenfläche mit 600 Quadratmetern. Der Automower darf jeden Tag rund um die Uhr mähen. Mögliche Lösung: Automower 310 mit einer maximalen Flächenleistung von 1000 Quadratmetern. Natürlich ist auch hier jederzeit ein größeres Modell denkbar. Dieser wäre dann eben dementsprechend schneller fertig. Lösungsweg hier: Bei maximaler Einsatzzeit schafft der Automower 310 insgesamt 1000 Quadratmeter. Somit sind die 600 Quadratmeter kein Problem für den 310er, da er ja an keine Zeitvorgaben gebunden ist. Noch zu einem dritten Beispiel: Sie haben wieder 600 Quadratmeter. Der Automauer darf jeden Tag rund um die Uhr mähen.
Sie wollen jedoch nicht auf den direkten Draht zu Ihrem Automower per App verzichten. Mögliche Lösung: Automower 420 plus Automower Connect mit einer maximalen Flächenleistung von 2200 Quadratmetern. Auch hier der Lösungsweg: von der Flächenleistung her würde wie vorhin der 310er ausreichen. Dieser hat jedoch keine Möglichkeit, das Automower Connect Modul aufzunehmen. Deshalb hier mindestens Automower 420. Alternativ auch 430, 450. Diese haben eben auch die Möglichkeit, Automower Connect zu verwenden. Ja, die persönlichen Wünsche. Was ich Ihnen mit den Beispielen erklären will: es kommt bei der Auswahl des Automowers nicht nur auf die Größe Ihrer Rasenfläche, sondern vor allem auf Ihre persönlichen Wünsche und Vorlieben an. Zum Beispiel: wann darf Ihr Automower mähen? Welche Einsatzzeiten stehen Ihnen zur Verfügung? Soll Ihr Automower Ihre Fläche schnellstmöglich gemäht haben? Wollen Sie Ihren Automower per Smartphone überwachen, steuern? Wünschen Sie ein spezielles Design? Die Antworten auf diese Fragen ergeben dann für Sie den richtigen Rasenroboter. Alle Automower werden mit Installationskit ausgeliefert. Das heißt, Sie haben alle nötigen Materialien dabei, die Sie für eine erfolgreiche Installation und Inbetriebnahme Ihres Automowers benötigen. Erstens Automower mit Trafo und Trafokabel. Zweitens Automower Ladestation. Drittens ausreichend Begrenzungskabel mit Befestigungshaken. Viertens Verbindungs- und Klemmmaterial, um das Kabel zu verbinden. Fünftens Ersatzklingen. Zum Standardzubehör empfehlen wir immer eine Garage für Ihren Rasenroboter. Die Garage schützt Ihren Roboter, während dieser in der Ladestation steht. Die meistverkaufte Garage bei uns ist unser durchsichtiges Dach, erhältlich in starrer und klappbarer Ausführung, dicht gefolgt von der klappbaren Haube, die auch seitlich Schutz bietet. Mit etwas Rückstand das Original Husqvarna Klappdach, erst seit 2015 erhältlich, steigt die Beliebtheit dieser Garage ständig an, besonders bedienerfreundlich, da auch nach hinten klappbar und somit freier Zugang zu den Kabelanschlüssen besteht. Die Premium Rolltor-Garage fährt das Rolltor nach Beendigung der Mäharbeiten herunter. Ihr Automower ruht dann sicher hinter dem Rolltor. Ja, und die ultimative Tiefgarage lässt Ihren Automower in der Erde verschwinden, wenn dieser seine Arbeit erledigt hat. Absolut auf dem Vormarsch ist das Automower Connect Modul. Ja, für jeden technisch und sicherheitsinteressierten Automower-Anwender ist das Connect Modul inzwischen in Verbindung mit der Smartphone-App ein Muss. Im Moment leider für die kleineren Modelle noch nicht erhältlich, erst ab Automower 420 bzw. 320. Sie haben über Ihr Smartphone die volle Kontrolle über Ihren Automower. Sie können den Status abfragen, was dieser gerade macht. Sie können alle Einstellungen ändern, von den Einsatzzeiten über die Schnitthöhe, einfach alles. Sie können Ihren Automower parken, Sie können den starten. Wenn Ihr Automower aus Ihrer Rasenfläche bzw. dem eingestellten Bereich entfernt wird, erhalten Sie umgehend Nachricht über Ihre App. Sie können Ihren Automower über das installierte GPS-Tracking in der App bequem per Smartphone verfolgen und wissen so immer ganz genau, wo sich Ihr Rasenroboter befindet. Die ersten beiden Jahre übernimmt Husqvarna seit 2016 für Sie die Kommunikationskosten. Das heißt, Sie müssen keine SIM-Karte mehr kaufen. Die SIM-Karte ist vorinstalliert und die Verbindungskosten trägt Husqvarna die ersten beiden Jahre. Ja, starten Sie jetzt mit uns Ihr Rasenroboter-Projekt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit der Präsentation den Rasenroboter näher bringen und Ihnen erklären, auf was es bei der Auswahl besonders ankommt. Jetzt würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn Sie Ihr Rasenroboter-Projekt gemeinsam mit uns starten wollen. Für diesen Fall haben wir folgendes Top-Angebot für Sie reserviert. Bonus 1 zur Lieferung des Automowers: die Zufriedenheitsgarantie.
Starten Sie mit uns Ihr Rasenroboterprojekt und Sie erhalten eine 90-tägige Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn Sie nicht zufrieden sein sollten, können Sie Ihren Rasenroboter an uns zurückgeben. Sie tragen somit null Risiko. Zweiter Bonus: individuelle Beratung direkt zu Ihrer Rasenfläche. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, welcher Rasenroboter für Sie der passende ist, dann sollten Sie unseren kostenlosen Beratungsservice nutzen. Senden Sie uns eine E-Mail an post@robomer.de mit folgendem Inhalt: Erstens eine grobe Rasenskizze Ihrer Rasenfläche mit Angabe der Quadratmeteranzahl und Standard einer Steckdose für die Platzierung der Ladestation. Zweitens die gewünschten Einsatzzeiten, an denen Ihr zukünftiger Rasenroboter mähen darf bzw. mähen soll. Drittens wollen Sie Ihren Automower per App über Smartphone bedienen bzw. von der erweiterten Diebstahlsicherung profitieren. Viertens, Sie erhalten dann Ihr auf Sie zugeschnittenes Angebot mit dem passenden Rasenroboter inklusive allen Bonusserviceleistungen. Dritter Bonus: kostenloser Zugang zu unserer Rasenroboter-Videothek im Wert von 147 Euro. In der Videothek sind inzwischen über 50 Videos enthalten, die Ihnen folgende Inhalte genau per Video erklären. Installation und Inbetriebnahme werden somit zum Kinderspiel. Planung Ihrer Rasenroboterinstallation, Installation von Begrenzungs- und Suchkabel, Programmierung und Inbetriebnahme Ihres Rasenroboters, kleinere Reparaturen wie Messer-Akkutausch, Radwechsel und vieles mehr. Auffinden von Schleifenfehlern, wenn zum Beispiel ein Kabel durchtrennt sein sollte. Unsere Videothek wird ständig erweitert, auch die neuen Videos sind für Sie selbstverständlich inklusive. Hier ein Link direkt zur Videothek und deren Inhalt. Vierter Bonus: Installationsskizze. Wenn Sie bei uns bestellen, erstellen wir für Sie Ihre Rasenroboter-Installationsskizze, die genau auf Ihre Rasenfläche angepasst ist. Ladestationssuchkabel und Begrenzungskabel sind in der Installationsskizze exakt eingezeichnet. Mit dieser Skizze installieren Sie Ihren Automower schnell und ohne Probleme. Bonus 5: Häusler Premium Service für ein Jahr kostenlos im Wert von 47 Euro. Sie erhalten kostenlosen Support per Telefon und E-Mail. Im Servicefall kostenlose Abholung des Rasenroboters. Premium-Kunden haben in unserer Werkstatt immer Vorfahrt. Das heißt, sind mehrere Automower hier in der Werkstatt, werden immer unsere Kunden bzw. Premium-Kunden bevorzugt. Dauert die Reparatur länger, erhalten Sie kostenlos einen Tauschmäher für die Reparaturdauer von uns. Kostenlose Wiederanlieferung des Rasenroboters. Auch hier der Link zu unserem Premium-Service. Sechster Bonus: Häusler E-Book zur perfekten Rasenpflege. Unser E-Book Ihre perfekte Rasenpflege als PDF-Dokument, wenn gewünscht, auch in gedruckter Form als Taschenbuch. Hier erfahren Sie die wichtigsten Hinweise, die Sie für einen perfekten Rasen beachten sollten. Ja, starten Sie jetzt mit uns und Sie erhalten auch Bonus 7, einen Einkaufsgutschein in Höhe von 10%. Ihr persönlicher Gutscheincode lautet TF68L. Sie können Ihren Gutscheincode wie folgt einlösen: Erste Möglichkeit direkt in unserem Online-Shop während des Bestellprozesses. Die 10% werden Ihnen dann sofort im Warenkorb abgezogen. Zweite Möglichkeit direkt bei einer E-Mail-Bestellung. Sie senden uns einfach eine formlose E-Mail mit Ihrer Rechnungs- und Lieferadresse und Ihrem Gutscheincode an post@robomer.de. Dritte Möglichkeit: Sie bestellen direkt per Telefon. Auch hier geben Sie dann einfach den Gutscheincode mit an. Oder viertens dann per Faxbestellung. Die Faxnummer hier 07391 776659. Auch hier bitte Gutscheincode angeben. Ja, wenn Sie jetzt überzeugt sind, dann starten Sie Ihr Rasenroboterprojekt jetzt mit uns und ordern Ihren Rasenroboter über folgenden Link oder bestellen ganz einfach mit den obigen genannten Möglichkeiten.
Ja, kommen wir zur Fragerunde. Es sind bereits einige Fragen im Chat. Wenn Ihnen jetzt noch etwas auf den Nägeln brennt, dann bitte jetzt Ihre Frage in den Chat tippen. Ich versuche so viel wie möglich direkt hier im Webinar zu beantworten. Alle anderen Fragen werden dann von uns per E-Mail in den nächsten Tagen beantwortet. Ja, hier Frage 1. Würden Sie den kleinsten Automower 105 für eine sehr einfache quadratische Fläche von 500 Quadratmetern empfehlen? Ja, das kommt ganz auf Ihre Wünsche an. Der 105er ist mit maximal 600 Quadratmeter Fläche angegeben. Schaffen wird der 105er Ihre Fläche. Jedoch benötigt er, wenn es richtig wächst, Ende April bis Anfang Mitte Juni dann mindestens 13 Einsatzstunden pro Tag. Grundsätzlich tendiere ich da eher zum 310er. Wer technisch angehaucht ist und die App nutzen will, benötigt den 320er oder höher. Aber wie gesagt, wenn Ihnen das lange Einsatzzeitfenster nichts ausmacht, sollte der 105er bei einer einfachen Fläche und 500 Quadratmetern ausreichen. Nächste Frage hier. Funktioniert der Automower 420 auch ohne Suchkabel? Ja, alle Automower bis auf den 105er funktionieren ohne Suchkabel. Jedoch für die Navigation und für die Rückkehr zur Ladestation ist ein Suchkabel immer empfehlenswert. Wenn wir installieren, installieren wir immer mit Suchkabel. Nächste Frage, kann ich auch auf Rechnung bestellen? Ja, über unten stehenden Ja, über den unten stehenden Link kommen Sie direkt in unseren Online-Shop. Während dem Bestellprozess können Sie dann praktisch zwischen allen gängigen Zahlungsarten, Rechnung, PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Nachname und so weiter wählen. Also wir liefern auch auf Rechnung, ja. Wenn ich den Automower von Ihnen installieren lassen will, geht das? Ja, wir haben eine separate Installationsabteilung, die die Automower auch installiert. Es kommt dann natürlich immer auf die Entfernung drauf an. Wenn Sie 3 Stunden von uns entfernt wohnen, kommen dementsprechend Fahrkosten auf Sie zu. Ein entsprechendes Komplettangebot inklusive Installation erstellen wir jederzeit gerne. Dazu benötigen wir jedoch eine Rasenskizze von Ihnen, um den Installationsaufwand abschätzen zu können. Nächste Frage wäre, wie oft muss ich die Messerklingen am Automower tauschen? Ja, das kommt immer darauf an, wie oft und wie lange Ihr Rasenroboter im Einsatz ist. Ganz einfach können Sie den Zeitpunkt für den Klingenwechsel erkennen, wenn die Grashalme nicht mehr sauber abgeschnitten werden, sondern es sich an der Oberkante der Halme graue Stellen bilden. Das kommt dann daher, dass die Schneide der Klingen nicht mehr sauber schneidet, sondern eher rupft. Dann ist Zeit, die Messer zu tauschen. Hier nochmal eine Frage zum Bestellvorgang. Wenn ich heute bestelle, wann wird mein Automower dann geliefert? Ja, wir haben die Automower bei uns im Lager, das heißt, wir können sofort liefern. Wenn wir verschicken, dauert so 2 bis 3 Tage, bis der Mail per DHL angeliefert wird. Wenn wir selbst installieren, vereinbaren wir einen fixen Installationstermin mit Ihnen. Nächste Frage, wie lange dauert ein Mähturn bei einem Automower 420, bevor er wieder an die Ladestation zurückkehren muss? Die Mähzeit beim 420er beträgt circa 100 Minuten, 105 Minuten, bei anschließender Ladezeit von circa 55 Minuten. Ja, eine sehr interessante Frage. Welche Vorteile bringt die LED-Beleuchtung beim 450er mit sich? Ja, Vorteile. Sieht einfach sehr cool aus und nachts haben Sie Ihren Automower ebenfalls immer im Blickfeld. Ja, einige unserer 330er-Kunden, die bereits eine LED-Beleuchtung nachgerüstet haben, sind absolut begeistert von dem technischen Gimmick. Also direkt Vorteil haben Sie noch nicht davon, aber schauen Sie sich's an. Wirklich sehr empfehlenswert. Ja, dazu passend die Frage, was es mit den Ultraschallsensoren auf sich hat. Ja, die Ultraschallsensoren sind nur beim Automower 450 installiert. Dieser schafft die angegebene 500 Quadratmeter Fläche auch aufgrund seiner extremen Schnelligkeit. Um jedoch die Aufprallgeschwindigkeit bei bestehenden physischen Widerständen zu verringern, hat Husqvarna den Mäher mit Ultraschallsensoren ausgestattet.
Diese sorgen dafür, dass der Automower vor dem Zusammenstoß mit zum Beispiel einem Baum die Geschwindigkeit drastisch verringert. Wäre dies nicht gegeben, würden sehr wahrscheinlich Schäden im Chassis entstehen. Ja, das ist einfach dann von der Aufprallgeschwindigkeit, würde sich das nicht vermeiden lassen. Deshalb die Ultraschallsensoren. Nächste Frage zu einem Upgrade. Ich besitze einen Automower 220 AC und überlege mir, ob ich eventuell auf einen 450X upgrade. Geht das? Nehmen Sie auch gebrauchte Automower in Zahlung? Ja, also der Upgrade funktioniert auf jeden Fall. Getauscht werden müssen lediglich Trafo-Trafo-Kabel, Ladestation und der Mäher selber. Die Installation von Begrenzungs- und Suchkabel bleibt bestehen. Ein Upgrade ist somit absolut problemlos machbar. Hier noch, ach ja, Inzahlungnahme habe ich vergessen. Ja, wir nehmen auch gebrauchte Mäher in Zahlung, wollen diese jedoch vorher sehen, um abschätzen zu können, was wir pro Mäher noch gutschreiben können. So, hier jetzt noch eine Frage zum Bestellablauf. Soll ich Ihnen zur Rasenskizze auch Fotos meiner Fläche zusenden, sodass Sie einen genaueren Einblick in meine Rasenfläche erhalten? Ja, grundsätzlich können Sie dies gerne machen. Am wichtigsten ist jedoch die Skizze, die uns einen Überblick über Ihre Rasenfläche bietet. So können wir von vornherein sagen, was passen wird. Wenn wir dann noch Fotos zu schwierigen Durchfahrten, Engstellen, Steigungen erhalten, umso besser, dann können wir es noch besser einschätzen. Aber grundsätzlich reicht die Skizze. Hier noch eine Frage zum Wettertimer beim Automower. Ja, der Wettertimer ist ab dem Modell 315 eingebaut. Das Modul sorgt dafür, dass der Automower seine Arbeitszeit beendet, wenn der Rasen bereits komplett gemäht ist. Auch wenn er dann von der programmierten Zeit noch Einsatzzeit über hätte. Gemessen wird dies über einen Widerstand im Mäher. Wenn kein Widerstand mehr durch zu mähendes Gras entsteht, meldet der Wettertimer fertig und schickt den Automower zurück zur Ladestation. Ja, auch hier vielleicht ein Beispiel. Ein Automower 430X ist zum Beispiel programmiert, täglich von 8 bis 18 Uhr zu mähen. Am Samstag um 14 Uhr stellt der Automower jedoch fest, dass alles gemäht ist. Folglich fährt der Automower dann zurück zur Ladestation und bleibt dann dort bis zum nächsten Einsatz. Ein Automower 310 zum Beispiel würde trotz gemähtem Rasen bis um 18 Uhr weitermähen. Also schon ein ganz wichtiger Vorteil der Wettertimer. Sie müssen, wenn es mal weniger stark wächst, die Einsatzzeiten nicht manuell reduzieren, sondern der Mähroboter macht es vollautomatisch. So, langsam kommen wir zum Ende. Jetzt vielleicht noch zwei Fragen. Dann müssen wir zum Abschluss kommen. Eine Frage zur Rasenroboter-Videothek. Eine Frage zur Rasenroboter-Videothek. Wird die Videothek automatisch für mich freigeschaltet, wenn ich den Automower bei Ihnen bestelle? Die Videothek schalten wir manuell frei. Das heißt, wenn Sie Ihren Automower bei uns bestellen, erhalten Sie von uns eine direkte automatische Bestellbestätigung. Nach spätestens 24 Stunden erhalten Sie eine manuell erstellte E-Mail mit dem Zugang zur Videothek, mit der Seriennummer Ihres Automowers, mit der Garantieerklärung und mit dem Versand- und Lieferdatum Ihres Automowers. Wird Ihr Automower per DHL ausgeliefert, erhalten Sie Statusbenachrichtigungen über den Sendestatus direkt per DHL. Sie werden somit informiert, wann Ihr Automower direkt bei Ihnen eintrifft. Wenn wir einen Automower installieren, wie bereits vorhin schon mal erwähnt, machen wir einen Installationstermin fix mit Ihnen aus und installieren dann Ihren Automower bei Ihnen auf der Fläche. Ja, kommen wir zur letzten Frage. Hier noch eine Frage zum Premium-Service. Im Premium-Service, den ich laut Ihren Ausführungen im Kauf bei Ihnen erwerbe, steht, dass ich den Service für ein Jahr kostenlos dabei habe. Was passiert nach dem ersten Jahr? Ja, nach dem ersten Jahr können Sie den Premium-Service selbstverständlich verlängern. Der kostenlose Support per E-Mail und Telefon bleibt für Häusler-Kunden selbstverständlich immer bestehen und kostenlos. Dieser läuft auch mit dem Premium-Service nicht ab. Also wenn Sie Ihren Automower bei uns kaufen, haben Sie selbstverständlich immer Telefonsupport, E-Mail-Support,
kostenlos. So, alle Fragen habe ich jetzt leider nicht geschafft, aber wie gesagt, Sie bekommen die Fragen die nächsten ein, zwei Tage per E-Mail beantwortet, sodass dann auch wirklich die Fragen beantwortet werden, die ich jetzt nicht mehr beantworten konnte. Ja, mir bleibt jetzt nochmals vielen Dank zu sagen, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können und sehen nun etwas klarer, welcher Rasenroboter der passende für Sie ist. Wenn ja, dann klicken Sie hier diesen Link und starten Ihr Rasenroboter-Projekt mit uns. Uns würde es wahnsinnig freuen. Wenn Sie noch unschlüssig sind, freuen wir uns über Ihre Fragen. Senden Sie uns diese einfach an post@robomer.de. Sie werden dann umgehend Antwort von uns erhalten. Ja, nochmals vielen Dank und viele Grüße aus Schwarzkirch, Ihr Michael Häusler.